Hallo, heute wollte ich euch zeigen, wie ihr von einem Parallelogramm die Fläche berechnen könnt. Als erstes zeichne ich mal das Parallelogramm. Hier, das ist A und das ist A. Und jetzt müsst ihr schauen, als erstes könnt ihr hier, habt ihr die Höhe, jetzt könnt ihr das Ganze wegnehmen und euch denken, ihr tut es da dran. Dadurch habt ihr jetzt ein einfaches Rechteck und könnt A mal A machen. A mal A und dann seid ihr fertig.